Willkommen zu einer weiteren Verbrauchsfahrt und diesmal mit dem Skoda Kodiaq RS, also der aktuellen Top-Version des Skoda Kodiaq. Diese Verbrauchsfahrt hier, die wird ein bisschen anders als sonst, denn wir reden von einer Strecke von nicht ganz 2.500 Kilometern und es gibt ein recht spannendes Zwischenziel, an dem ich ehrlich gesagt schon bin, denn das hier ist die Insel Korčula in Kroatien. Und wir wollen jetzt mal schauen, wie ist es eigentlich mit so einem großen, schweren SUV voll beladen, wenn man damit in den Urlaub fährt, um mal zu sehen, wie viel verbraucht der eigentlich wirklich auf unserer Strecke von Deutschland nach Kroatien und wieder zurück. So, alles ist auf Null gesetzt und jetzt geht's los mit unserem Skoda Kodiaq RS auf eine etwas längere Testfahrt zum Thema Verbrauch. Skoda sagt, dass der Kodiaq RS mit seinem 176 kW bzw. 240 PS starken Vierzylinder 2 Liter Dieselmotor nur 6,4 Liter auf 100 Kilometer verbrauchen soll. Ich bin mal sehr gespannt, was für einen Wert ich denn erreiche, denn die Strecke, die ich jetzt fahre, ist tatsächlich etwas länger. Geplant ist irgendwas so bei, sagen wir 2000 Kilometern. Ein Großteil davon natürlich über die Autobahn, ein Großteil davon im Ausland. Das heißt, ich werde nicht so schnell fahren und ich halte euch einfach auf dem Laufenden. Mal schauen, wie es so läuft. Und übrigens habe ich mir noch ein bisschen Gepäck dazu geladen, denn eigentlich will ich ja eine Urlaubsfahrt simulieren. Wie immer habe ich das Auto gerade vollgetankt, alles ist auf Null gesetzt, wie immer ist die Klimaanlage auf 22 Grad eingestellt. Wie immer ist sie auf der kleinsten Lüftungsstufe eingestellt, obwohl wir aktuell draußen knapp über 30 Grad haben. Aber es würde einfach zu sehr stören, wenn ich sie normal laufen lassen würde, denn dann wird es hier drin einfach zu laut. Und ich bin mal sehr gespannt, wie warm es hier im Auto wird im Laufe der Fahrt. Aber jetzt müssen wir erstmal schauen, dass wir auf die Straße kommen und ich melde mich dann wieder mit einem Verbrauch so als Zwischenwert. So, die ersten 100 Kilometer sind geschafft. Vorrangig Landstraße. Also eine Mischung aus ein bisschen zügig und ein bisschen sehr träge. Relativ viel Verkehr heute. Und wo sind wir? 7,6 Liter im Durchschnitt aktuell. 7,4 ist der angegebene Wert laut Skoda. Bis jetzt, denke ich, schlägt er sich ganz gut. Aber wir waren auch noch nicht auf der Autobahn. Schauen wir mal, wie es weitergeht. So, 200 Kilometer sind geschafft. Sind jetzt auch rund 2,5 Stunden unterwegs. Mittlerweile in Österreich auf der Autobahn. Das heißt, Tempolimit ist angesagt. Sehr häufig 100. Aktuell die maximal erlaubten 130 und wir haben immer noch allein für den ersten Streckenabschnitt fast 700 Kilometer vor der Brust und der durchschnittliche Verbrauch, der jetzt angezeigt wird, sind 7,3 Liter auf 100, das heißt, wir sind ungefähr 0,9 Liter weg vom angegebenen Verbrauch, aber wir haben ja noch ein bisschen. Die Temperatur hat sich auch ein bisschen beruhigt, es sind nur noch 24,5 Grad und es ist mittlerweile knapp 7:15 Uhr, also fahren wir mal ein bisschen in die Nacht, mal schauen, wie sich denn unser Verbrauch entwickelt, wenn es kälter wird oder dunkel. Der Kodiaq RS, der kommt relativ gut ausgestattet bereits in der Basis. Also gibt es hier an Bord zum Beispiel elektrische Sitze und zwar Sportsitze mit integrierten Kopfstützen. Es gibt hier an Bord eine Progressivlenkung, ein Automatikgetriebe. Wir haben hier vorne eine Sitzheizung, ich habe ein adaptives Fahrwerk und vieles, vieles mehr. Und die wichtigsten Sachen, die blende ich euch jetzt mal eben ein, die zur Serienausstattung vom Fahrzeug gehören. Wichtig ist aber, es gibt trotzdem einige Dinge, die ich mir für so ein Auto wünschen würde und die unser Auto tatsächlich mit an Bord hat. Auch dazu hier mal die Liste, denn man kann beim Fahrzeug, obwohl es fast 50.000 Euro in der Basis kostet, trotzdem noch den einen oder anderen Euro ausgeben für sinnvolle Extras. Eins zum Beispiel finde ich ist die Rückfahrkamera oder aber eine 360-Grad-Kamera, aber es gibt noch so einige andere Dinge. So, jetzt habe ich die ersten 350 Kilometer geschafft und wo bin ich jetzt? Ja, an der Grenze nach Slowenien. Und ja, ich habe zwischendurch eine kurze Pause gemacht und es ist mittlerweile stockfinster draußen, deswegen habe ich immer für ein bisschen Licht gesorgt. Und unser Durchschnittsverbrauch, der pendelt sich langsam wieder in eine Richtung ein, die akzeptabel ist, nämlich aktuell 7 Liter auf 100 Kilometer. Bin mal sehr gespannt, ob wir da noch ein bisschen mehr rausholen können. Ich halte mich aktuell komplett an die vorgeschriebene Geschwindigkeit, die meiste Zeit 130 oder 100, das variiert so ein bisschen. Mal gucken, wie es in Slowenien weitergeht. Aktuell ein bisschen mehr Verkehr. Aber wir schauen mal, wohin denn der Verbrauch von unserem Auto geht. Denn die Nacht, die ist noch lang. So, 500 Kilometer sind geschafft. Jetzt sind wir wieder auf der Landstraße unterwegs. Ziemlich kurvig, ziemlich komisch zu fahren. Ist nicht gut für unseren Verbrauch, denn der hat sich gerade nach oben geschraubt. Und zwar auf mittlerweile 7,7 Liter. Vorher war es recht gut, da waren wir bei 7. Aber jetzt sind wir bei 7,7. Und fahren jetzt hier durch die Nacht
und das über Land nach so einer langen Fahrzeit schon, kann ich mir eigentlich was Schöneres vorstellen. Aber der große Vorteil ist dabei, dass ich trotz der späten Stunde gefordert werde und damit wach bleibe. Ich melde mich dann einfach später nochmal, denn wir haben noch ein bisschen was vor uns. So, wenn ich mich nicht täusche, 400 Kilometer, bis es zum ersten längeren Halt kommt. Aber gut, mal schauen, wie sich bis dahin unser Auto entwickelt. Was ich jetzt schon sagen kann, ist, dass diese Schalensitze, die hier in dem Kodiaq RS verbaut sind, sich sehr gut auch für solche lange Strecken eignen, denn zum einen sind sie richtig bequem, man sitzt einfach gut und sie bieten auch für so Strecken wie hier, wo es ein bisschen links, rechts geht, richtig schön Seitenhalt und das entlastet einfach mal den Rücken. So, mittlerweile ist es nach 2 Uhr, ich muss leise sein, hier schlafen alle. Ich habe jetzt gleich die 700 Kilometer. Liegt bei 6,9 Liter. Das Autobahnfahren tut ihm anscheinend gut. Muss hier halt, wie gesagt, nämlich nicht so laut, nicht klatschen, sondern schlafen. Und jetzt noch so 190 Kilometer über. Das heißt, so gegen 4, halb 5 kann ich dann vielleicht auch mal schlafen. Aber macht sich bis jetzt ganz gut. Und wichtig ist übrigens noch, ich habe hier festgestellt, dass ich glaube ich bei den 500 einen falschen Wert gesagt habe. Wenn ihr hier drauf guckt, ein Tastendruck und er ist von ab sofort, also ab tanken, zeigt er an Langzeitverbrauch oder ab tanken den Verbrauch. Und ich glaube, diese 7,7, die waren Langzeit. Denn jetzt sind wir wieder unter 7 Liter. Wir haben also jetzt einen Durchschnittsverbrauch 6,9 Liter. Ich finde, macht er ganz ordentlich. Wir fahren übrigens jetzt die letzten 200 Kilometer, davon sind wir ungefähr 150 Autobahn gefahren. Und die meiste Zeit zwischen entweder 100 oder 130. Also ähnlich wie in Österreich. Wir sind übrigens mittlerweile in Kroatien. Und ich habe zwischendurch mal kurz nachgetankt. Und ich kann euch nur eins sagen, ich habe in Slowenien getankt. Selten blöde, denn der Sprit in Slowenien ist so teuer wie bei uns in Deutschland. Während der in Kroatien der Liter Diesel 1 Euro kostet. Aber gut, an manchen Tagen bist du der Hund, an anderen bist du eben der Baum. Ne? Jetzt sag ich mal, mal weiter schlafen. So, fast am Ziel der ersten Etappe, nicht ganz 900 Kilometer. Durchschnittsverbrauch jetzt 7,8 Liter Diesel auf 100 gefahrene Kilometer. Aktuell freue ich mich eigentlich auf eine Pause, weil jetzt bin ich so müde, dass ich mich noch nicht mehr stört, wenn die Tante hier dazwischen quatscht. Aber in 500 Metern fahren wir hier von der Strecke runter und dann sage ich erstmal gute Nacht und bis später. Unser Zwischenziel war die Insel Korkula. Eine ziemlich bergige Insel, relativ klein, nur knapp unter 50 Kilometer lang. Ich glaube an der breitesten Stelle etwas über 7 Kilometer breit. Wunderschöne Straßen, richtig schöne, geschwungene Bergstraßen oder auch Küstenstraßen. Macht wirklich Spaß, dort zu fahren. Vor allen Dingen auch hier mit dem RS, denn dieses Zusammenspiel im Auto zwischen Fahrwerk, Lenkung, Motor, Getriebe, das passt einfach so gut. Der Wagen ist nicht so ganz leicht mit seinen fast 1900 Kilo leer, aber man kann ihn einfach schön dynamisch fahren. Er ist nicht super sportlich, aber schön dynamisch zu fahren. Und so konnte ich diese Strecken dort einfach wirklich richtig genießen. Und das Schöne dabei ist, man hat jederzeit einen tollen Ausblick, sieht fast immer das Meer, einfach wunderschön. Aber Korkula hat einen riesen Nachteil, denn man kommt dort nur auf einem Weg hin, und zwar mit der Autofähre. Und die braucht zum Beispiel, so wie wir es gemacht haben, ab Split rund 3 Stunden. Man muss mindestens 2, eher 4 Stunden vor Abfahrt vor Ort sein, um überhaupt mitzukommen. Und das ist wirklich richtig anstrengend, vor allem wenn man wie wir nochmal 1000 Kilometer Anreise bzw. Rückreise von der Fähre hat. Das ist dann nicht so toll. Aber wie gesagt, wer so eine Insel sehen will, der muss das wohl auf sich nehmen. Insgesamt finde ich, hat Korkula einiges zu bieten. Vor allen Dingen haben wir recht gut gegessen, haben sehr schön direkt am Wasser gewohnt und konnten so unsere Zeit vor Ort tatsächlich genießen. Außerdem ganz wichtig, wie gesagt, wenn ihr ein Auto fahrt, das ein bisschen sportlicher ist, könnt ihr da richtig Spaß haben. Aber aufpassen, auch da gibt es Leute, die gerne Kurven schneiden und nicht immer darauf aufpassen, wer gerade von vorne kommt. Achso, eine Sache noch, die wichtig ist zum Thema Urlaub in Kroatien und speziell auf den Inseln. Ich habe selten in der Welt irgendwo
so klares Wasser gesehen. Selbst als wir eine Bootstour gemacht haben, konnte ich vom Boot auf den Grund schauen und das Wasser war sicherlich an manchen Stellen deutlich über 20 Meter tief. Wir sind jetzt wieder auf dem Rückweg, haben die Fähre verlassen und sind gerade auf dem Weg aus Split heraus. Und wir haben auf der Insel so ein paar hundert Kilometer gemacht und das hat unserem Verbrauch gar nicht gut getan. Denn auf der Insel haben wir einen Durchschnittsverbrauch von, ich glaube, 9,2 Liter auf 100 Kilometer gehabt. Und deswegen muss ich den Kilometerstand bzw. den Durchschnittsverbrauch zurücksetzen. Denn dieser Wagen hier bietet mir leider keinen Verbrauchswert an, der ab Reset gilt. Ich habe jedoch bei uns im Auto noch einen Verbrauchswert, einen Durchschnittsverbrauchswert, einen sogenannten Langzeitverbrauchswert. Auf den werde ich einfach zurückgreifen. Der liegt, glaube ich, aktuell so bei 8 Litern. Und mit dem werden wir einfach mal weiterfahren. Wichtig ist aber für euch, dass ihr natürlich am Schluss nicht von diesem Wert ausgehen könnt, um zu sagen, wie viel zeigt er an und wie viel verbraucht er tatsächlich. Es soll einfach nur ein Richtwert sein. Denn ganz klar, wie sonst auch immer, werden wir den Verbrauch ermitteln durchs Tanken. Das heißt für mich, wenn wir am Ziel angekommen sind, in unserem Fall zu Hause, dann werde ich einfach mal voll tanken und mal schauen, wie viel Sprit haben wir für die gefahrenen Kilometer, und das werden rund 2500 sein, tatsächlich gebraucht. Denn dann wissen wir, was braucht so ein Skoda Kodiaq RS tatsächlich während des Urlaubs. Den Kodiaq, den gibt es bereits ab 28.000 Euro, so più o meno, über den Daumen. Dann jedoch in der Basisausstattung und mit einem 1,5 Liter 150 PS Vierzylinder Benzinmotor. Wer den RS haben will, der muss 49.990 Euro auf den Tisch legen, kriegt da ein recht gut ausgestattetes Auto, kann aber noch ein paar Extras dazu konfigurieren. Was unser Testwagen kostet und was er genau an Bord hat, dazu auch hier jetzt mal die Liste mit den einzelnen Positionen. Natürlich bietet der Skoda Kodiaq RS in der Basis bereits die wichtigsten Sicherheits- und Assistenzsysteme. Und so hat das Fahrzeug zum Beispiel eine City-Notbremsfunktion mit an Bord oder aber auch einen Tempomaten. Wer jetzt aber Sachen haben will, wie zum Beispiel einen adaptiven Tempomaten oder aber einen adaptiven Spurhalteassistenten, der muss nochmal in die Tasche greifen. Denn den adaptiven Tempomaten, den gibt es in zwei unterschiedlichen Ausführungen, nämlich einmal bis 160 km/h, da kostet er, glaube ich, 320 Euro. Und dann gibt es den auch noch mal bis 210 km/h, dann kostet der schon wieder über 800 Euro. Dazu gibt es dann noch, wie gesagt, wenn gewünscht, den aktiven Spurhalteassistenten, der kostet auch noch mal über 800 Euro. Wichtig ist aber, mit diesen beiden Komponenten an Bord könnt ihr gerade auf der Autobahn, auf der Langstrecke, richtig entspannt fahren, denn beide Systeme funktionieren wirklich gut. Sowohl das Spurhalten läuft schön sauber und weich, wie auch das Thema Abstand halten und wieder zum Beispiel beschleunigen, wenn der Vordermann, sag mal, aus dem Weg ist. Das macht das Auto wirklich sehr angenehm, das kennen wir aber auch von anderen Fahrzeugen aus dem VW-Konzern. Das Interieur von dem Skoda Kodiaq RS, muss ich ganz ehrlich sagen, gefällt mir noch mal deutlich besser als das vom normalen Kodiaq. Denn wir finden hier Oberflächen zum Beispiel hier vorne auf dem Handschuhfach. Das ist so eine Carbonoptik. Darüber hinaus habe ich diese Carbonoptik auch in den Türen oder sogar in den Sitzwangen. Da ist ein Stoff verarbeitet, der eben auch so einen Carbon-Look hat. Der Rest des Sitzes, der übrigens serienmäßig ein Sportsitz ist mit integrierten Kopfstützen, der ist aus Alcantara und so kann man es hier richtig gut aushalten. Wenn ich mir das Lenkrad anschaue, zum Beispiel serienmäßig Sport-Lederlenkrad mit roten Ziernähten, die finde ich zum Beispiel auch wieder im Sitz oder die finde ich auch im Schaltknopf, hier in der Schaltkulisse. Einfach insgesamt eine sehr schöne Optik, eine sehr hochwertige Anmutung und das gilt auch für die Materialien wie hier vorne oder an der Seite. Alles Soft-Touch, kaum Plastik, finde ich persönlich richtig gut. Für den Skoda Kodiaq gibt es Motoren mit 150 bis rauf zu 190 PS, und zwar Diesel- und Benzinaggregate, alles Vierzylinder. Unser RS hier, der spielt in einer anderen Liga. Das ist zwar auch ein Vierzylinder, aber ein Biturbo-Diesel und der hat dann 176 kW bzw. 240 PS maximale Leistung, hat bis zu 500 Newtonmeter maximales Drehmoment und ganz wichtig, immer serienmäßig mit an Bord ein 7-Gang-DSG-Getriebe. Und wie ich bereits, glaube ich, schon erwähnt, die Progressivlenkung, das adaptive Fahrwerk und ganz wichtig auch, der Wagen, der hat unterschiedliche Fahrmodi. Das heißt, ich kann hier wählen zwischen Komfort, Eco, Sport und kann das Fahrzeug so wirklich richtig knackig fahren. Und das ist einfach, wie gesagt, dann doch etwas mehr Sport, als man das beim normalen Kodiaq bestellen kann. Wie der normale Kodiaq bietet natürlich auch der Kodiaq RS richtig viel Platz. Und das merke ich hier vorne als Fahrer oder auch vorne als Beifahrer. Ich kann hier
sehr schön bequem den Sitz so einstellen, wie ich es haben möchte. Die Lehne schön gerade, habe trotzdem reichlich Kopffreiheit, habe das Lenkrad genauso, wie ich es haben will, schön nah an mir dran. Und es bietet mir tatsächlich extrem viel Komfort, wenn wir hier von Platz sprechen. Das Interessante beim Kodiaq ist, und das kennt ihr aus meinen anderen Videos, hinter mir sitzt selbst ich wirklich noch bequem. Und da blende ich jetzt einfach mal kurz was ein, wie ich in so ein Fahrzeug reinpasse, allerdings aus einem anderen Clip. Ganz wichtig ist aber, der Kodiaq bietet außerdem noch mördermäßig viel Kofferraum. Mit aufgestellter Rückbank sind das über 800 Liter. Klappe ich die Rückbank komplett um, dann wächst das Volumen auf über 2000 Liter. Und das gilt in dem Fall jetzt für den 5-Sitzer. Es gibt das Fahrzeug auch als 7-Sitzer. Dann wird es natürlich ein bisschen weniger, aber das ist einfach für ein Fahrzeug in dieser Kategorie unglaublich viel Platz. Und so ist es zum Beispiel hier im Fahrzeug so, dass wir mit 4 Leuten bequem fahren können, haben hinten im Kofferraum, im Unterboden des Fahrzeugs noch Sachen verstaut, haben darüber 3 große Koffer verstaut und einen Hund im Auto. Und eigentlich wird es trotzdem nicht richtig voll. Und das klappt eben noch längst nicht bei jedem SUV. Noch mal ein paar kurze Worte zum Kofferraum des Kodiaq. Und zwar haben wir hier im Unterboden richtig viel Platz. Das sind Fächer, da sind locker 10 cm drunter, wo man was reintun kann. Hier hinten ist es sogar noch mal mehr. Der einzige Unterschied ist, hier hinten haben wir in der Mitte diese Styroporbox und da drin ist die Batterie des Fahrzeugs versteckt. Aber ansonsten passt da richtig viel rein. Hier sind aktuell noch die Sicherheitsnetze für den Gepäckraum drin. Aber wir haben da drin, sag mal, eine halbe Sporttasche mit Schuhen, mit all diesen Sachen verstaut. Wirklich super praktisch. Und jetzt mal kurz dazu, was in diesen Wagen eigentlich reingeht. Wir haben ja über die Volumen schon gesprochen, aber das hier war unser Gepäck. Ein großer Koffer. Zweiter großer Koffer. Aber, Moment, dritter Koffer. Hinten quer. Der davor, der so und, wichtig, ich hatte hinter den beiden Koffern sogar noch eine Laptoptasche liegen. Und dann das hier. So, und jetzt Paul. Hep. Good boy. Gut gemacht, oder? Der hört. Leg dich mal hin. Das war alles mit dabei. Plus eben den Unterboden. Wichtig natürlich, bevor jemand schimpft, natürlich, das Gepäck war mit Spanngurten verzurrt. Und ja, der Hund hatte ein Geschirr an und war ebenfalls gesichert. Aber das geht alles ganz locker in so einen Kodiaq rein. Und dann habe ich immer noch die Fächer hier an der Seite über, wo wirklich nochmal zusätzlich richtig Platz ist. Zum Beispiel bei ihm hier fürs Futter, für Napf, für Wasser. Wie ich finde, eine super großzügige Geschichte, die jede Urlaubsreise, selbst mit Hund, ganz locker und einfach erscheinen lässt. Natürlich bietet der Kodiaq RS, genau wie alle anderen Skoda, auch reichlich sogenannte Simply Clever Lösungen, denn das gehört bei Skoda einfach dazu. Und selbstverständlich finde ich hier auch vorne den Tickethalter in der Frontscheibe oder aber mittlerweile hier in der Mittelkonsole die Möglichkeit, eine Flasche mit einer Hand zu öffnen, weil eben unten so ein genoppter Boden drin ist. Wichtig aber auch beim Kodiaq, finde ich eine super Lösung. Ich habe wie beim Superb, glaube ich, in den Türen vorne Regenschirme integriert, die ich jederzeit benutzen kann. Und ganz wichtig hier im Fahrzeug, natürlich finde ich im Kofferraum die ganzen Haken und Ösen, all diese Gepäcknetze, all diese Dinge. Aber eine Sache finde ich super klasse, die Skoda hier anbietet, das ist das sogenannte Schlafpaket. Das ist bei diesem Fahrzeug, das heißt, ich kriege in diesem Paket unter anderem kleine Taschen mit Decken, die sind an den hinteren Kopfstützen montiert. Aber viel wichtiger ist, ich habe hier im Fahrzeug an den hinteren Kopfstützen so seitliche Elemente, die ich runterklappen kann. Und damit rollt der Kopf nicht mehr hin und her. Finde ich für die Passagiere im Fond einfach nur eine super Lösung. Das Schlafpaket übrigens, so toll ich es auch finde, kostet dennoch immerhin 420 Euro. Und da muss halt jeder für sich selber wissen, ob ihm das das Geld wert ist. Wie immer, wenn ich einen Kodiaq fahre, fällt es mir extrem schwer, etwas Negatives zu sagen. Und das gilt auch für den RS. Das Einzige, was ich hier abziehen würde, wäre, dass ich sage, es ist ein Skoda als RS, das heißt ein sportliches Auto. Und der Kodiaq ist, ja, er ist relativ sportlich, aber er ist einfach nicht knackig. Und da muss man dann, wenn man sowas sucht, eher zum Beispiel auf einen Cupra Ateca zurückgreifen oder was weiß ich, einen Audi, vielleicht RS Q3 oder vielleicht, um es richtig zu übertreiben, einen Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio oder vielleicht einen Porsche Macan. Zur Serienausstattung des Kodiaq RS gehören einige schöne Elemente, wie zum Beispiel ein Virtual Cockpit. Das heißt, ich habe ein voll digitales Cockpit hier vorne, direkt dort, wo man normal die Rundinstrumente findet. Ist noch längst nicht bei jedem Auto Serie. Ich habe außerdem das Bolero Soundsystem mit an Bord. Da geht aber noch ein bisschen mehr, wer es will. Und ich habe hier im Fahrzeug außerdem, finde ich persönlich ganz wichtig,
Full Link an Bord. Das heißt, ich habe sowohl Apple CarPlay wie auch Android Auto und somit die Möglichkeit, sehr schnell meine Mobilgeräte mit dem Fahrzeug sauber zu verbinden. Ebenfalls Teil der Serienausstattung im RS ist eine 2-Zonen-Klimaautomatik. Finde ich persönlich sehr ordentlich. Wer aber die 3-Zonen-Klimaautomatik, also für die Rücksitze, mithaben möchte, der muss nochmal 240 Euro mehr bezahlen. Natürlich muss so ein Kodiaq auch als RS praktisch sein, so wie man das von einem Skoda erwartet. Wenn wir hier im Auto über das Thema Ablagen sprechen, davon gibt es hier mehr als genug. Ich habe in den Türen wirklich große Ablagen, wo auch 1,5 Liter Flaschen reinpassen. Hier vorne, hinten genau das gleiche. Ich habe hinten in der Mittelarmlehne nochmal zwei Becherhalter. Ich habe außerdem hier vorne in der Mitte den von mir erwähnten Becherhalter drin mit zwei Einschüben, wo ich eben eine kleine Flasche mit einer Hand öffnen kann. Ich habe davor noch ein Fach, in dem ich zum Beispiel das induktive Laden für Mobilgeräte finde. Und ganz wichtig, das kann ich verschließen. Außerdem habe ich unter der verstellbaren Mittelarmlehne noch ein großes Fach. Und was mir sehr gut gefällt beim Kodiaq, ich habe zwei Handschuhfächer. Ein oberes, das aussieht wie ein Teil des Armaturenbretts, und das untere klassische. Und das sorgt einfach zusammen für sehr, sehr viel Stauraum im Auto. Ich denke, das ist gerade für Leute, die mit mehreren Personen oder vielleicht Familienväter unterwegs sind, sehr praktisch und sehr angenehm. Zum Thema Ablagen übrigens, da gibt es auch im Kofferraum noch was Praktisches, denn rechts und links vom Kofferraumboden befinden sich große Ablagen. Und die linke ist zum Beispiel so groß, da passt sogar ein 6er-Pack 1,5 Liter Flaschen rein. Eines der absoluten Highlights des Skoda Kodiaq RS, das sind für mich ganz klar die serienmäßig verbauten Sportsitze mit den integrierten Kopfstützen. Die sehen nicht nur gut aus, sondern die bieten auch großen Menschen wie mir reichlich Seitenhalt und, ganz wichtig, für mich aktuell noch viel wichtiger, richtig viel Komfort. Wir sind jetzt mit dem Auto 1000 Kilometer von zu Hause runter nach Split gefahren, unten vor Ort gefahren und wieder 1000 Kilometer zurück. Und zu keinem Zeitpunkt hatte ich das Gefühl, hier tut irgendwas weh, ich sitze nicht gemütlich, nicht bequem. Und ich habe schon in Sitzen gesessen, in Fahrzeugen, die deutlich teurer waren, und der Komfort war auf einer Langstrecke nicht so gut. Wenn wir uns den Kodiaq RS von vorne anschauen, sieht er im Grunde genommen erstmal ziemlich stark nach einem Skoda Kodiaq aus. Aber es gibt so ein paar kleine Unterschiede. Zum Beispiel hat er einen anderen Frontstoßfänger, hier deutlich sportlicher, mit kleinen Aeroflaps an der Seite und einem größeren Lufteinlass. Außerdem gibt es einen glänzend schwarzen Kühlergrill, natürlich mit RS-Logo. Und ganz wichtig beim Kodiaq RS sind serienmäßig Voll-LED-Scheinwerfer und LED-Tagfahrlicht sowie Nebelscheinwerfer mit an Bord. Schauen wir auf die Seite des Autos, dann gibt es hier bereits in der Serie 20 Zoll Aluräder, wie ich finde, wunderschön, stehen dem Auto gut. Und es gibt ganz wichtig an der Seite unten so eine zusätzliche, ja, wie soll man sagen, Finne, eine Flap, die einfach das Auto ein bisschen tiefer auf die Straße drückt. Ebenfalls serienmäßig mit an Bord sind der schwarze Außenspiegel und natürlich auch die schwarze Dachreling. Am Heck fällt wieder auf, klar, wir haben abgedunkelte Heckscheiben, wir haben ganz wichtig aber auch oben einen Dachkantenspoiler mit seitlichen Airflaps und das Skoda RS-Logo darf auch hier nicht fehlen. Dazu gibt es einen anderen Heckstoßfänger und natürlich zwei schöne große Auspuffblenden. Dank des digitalen Cockpits hier im Kodiaq habe ich auch die Möglichkeit, unterschiedliche Cockpit-Ansichten zu nutzen, und die kann ich dann auch nochmal individualisieren. Das gefällt mir hier beim Auto relativ gut, denn zum einen hat man es so gemacht, dass das Cockpit, also dieses digitale Cockpit, rechts und links nochmal zusätzliche Anzeigeelemente hat, nämlich zur einen Seite die Tankanzeige, auf der anderen Seite die Motor- bzw. Kühlwassertemperatur. Dadurch wirkt das Cockpit größer. Größer als bei manch anderem VW, wo die gleiche Displaygröße verbaut wurde. Ich meine, es sind 12,2 Zoll, bin mir aber nicht sicher. Ganz wichtig hier ist aber, wie gesagt, wir haben unterschiedliche Cockpit-Ansichten. Und so habe ich zum Beispiel jetzt die große Karte des Navigationssystems. Ich kann aber hier vorne mit einem Tastendruck umstellen auf eine etwas kleinere Kartenansicht mit Zusatzinformationen rechts oder links. Außerdem kann ich ein ganz cleanes Cockpit haben, wo ich also wirklich nur die wichtigsten Angaben bekomme. Oder ich kriege, so wie hier jetzt, diesen typischen RS-Look. Und das finde ich richtig cool, weil ich habe in der Mitte einen großen Drehzahlmesser mit einer großen Anzeige, sowohl für den Gang wie auch für die Geschwindigkeit. Und rechts und links daneben die wichtigsten zusätzlichen Daten. Und das gibt mir einfach so ein bisschen diesen Sportwagen-Look. Und dann gibt es natürlich noch die klassischen Rundinstrumente, aber auch die wirken hier beim Kodiaq RS so ein bisschen sportlicher als bei so manch anderem Kodiaq mit digitalem Cockpit. Wenn ihr noch mehr Details zum Kodiaq RS wissen wollt oder einfach irgendwas fehlt, dann schaut bitte in meine normale Review von meiner ersten Testfahrt mit dem Fahrzeug. Da gibt es einfach noch ein paar zusätzliche, detailliertere Infos zum Auto. Da wir ja, wie gesagt, keinen
richtigen Verbrauchswert haben, der hier zur aktuell gefahrenen Strecke passt, werde ich gleich mal kurz einen Tankstopp einlegen, den Wagen mal volltanken und dann einfach mit dem Wert arbeiten, den das Auto anzeigt, auf Basis des Verbrauchs nach dem letzten Tankstopp. Ich denke, dass man vielleicht ein bisschen näher an der Realität, was dieses Stück Autobahn angeht, das heißt Stück, fast 1000 Kilometer, als wenn wir weiterhin nur mit dem Langzeitverbrauch arbeiten. So, jetzt haben wir mal eben nachgetankt. Wir haben jetzt noch so knappe 800 Kilometer vor uns, haben insgesamt über 1650 Kilometer hinter uns, also so etwas mehr als 100 ab Fähre. Und jetzt haben wir mal wieder eine Möglichkeit hier nachzuschauen, wie sich der Verbrauch auf der Autobahn entwickelt, denn der Wagen hat diesen Zähler ab Tanken zurückgesetzt. Und ich denke, das hilft uns ein bisschen, um einen vernünftigen Verbrauchswert für die Rückfahrt zu finden, um mal zu schauen, was hat er da angezeigt, was hat er bei der Hinfahrt angezeigt und natürlich auch, um nochmal herauszufinden, wie groß ist eigentlich der Unterschied zwischen der Fahrt auf der Insel mit den Bergen, den Orten und diesen vielen Beschleunigungen und Bremsen und eben dem ruhigen auf der Autobahn dahin cruisen. Natürlich bietet der Skoda Kodiaq RS in der Basis bereits die wichtigsten Sicherheits- und Assistenzsysteme. Und so hat das Fahrzeug zum Beispiel eine City-Notbremsfunktion mit an Bord oder aber auch einen Tempomaten. Wer jetzt aber Sachen haben will, wie zum Beispiel einen adaptiven Tempomaten oder aber einen adaptiven Spurhalteassistenten, der muss nochmal in die Tasche greifen, denn den adaptiven Tempomaten, den gibt es in zwei unterschiedlichen Ausführungen, nämlich einmal bis 160 km/h, dann kostet er glaube ich 320 Euro und dann gibt es den auch nochmal bis 210 km/h, dann kostet der schon wieder über 800 Euro. Dazu gibt es dann noch, wie gesagt, wenn gewünscht, den aktiven Spurhalteassistenten, der kostet auch nochmal über 800 Euro. Wichtig ist aber, mit diesen beiden Komponenten an Bord könnt ihr gerade auf der Autobahn, auf der Langstrecke richtig entspannt fahren, denn beide Systeme funktionieren wirklich gut. Sowohl das Spurhalten läuft schön sauber und weich, wie auch das Thema Abstand halten und wieder zum Beispiel beschleunigen, wenn der Vordermann, sag mal, aus dem Weg ist. Das macht das Auto wirklich sehr angenehm, das kennen wir aber auch von anderen Fahrzeugen aus dem VW-Konzern. So, jetzt haben wir gleich die ersten 100 Kilometer geschafft nach dem Tanken und fahren jetzt natürlich gemütlich hier auf der Autobahn. Durchschnittsgeschwindigkeit aktuell 107, seitdem wir getankt haben. Und wie man schön sehen kann, der Verbrauch hat sich tatsächlich deutlich verändert. Wir haben nämlich jetzt einen Durchschnittsverbrauch, der angezeigt wird, von 7,1 Litern auf 100 Kilometer. Und das eben trotz der Durchschnittsgeschwindigkeit von 107 Kilometern pro Stunde. Und sind jetzt 96 Kilometer gerade gefahren. Und wie ich feststelle, ich fahre gerade zu schnell. Ich bin jetzt mal sehr gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Was lustig ist, ihr könnt das immer jetzt mal durchschalten zu den unterschiedlichen Verbrauchswerten. Wir haben hier den Verbrauch seit Start, also das ist quasi nach der Fähre gewesen, Durchschnitt 7,8, Langzeitverbrauch mit über 2000 Kilometern 8,0 und jetzt die 7,1. Da zeichnet sich so ein bisschen Trend ab. Mal gucken, was die Nacht noch so für Überraschungen bietet, denn mittlerweile wird es draußen richtig dunkel. Und wo ich hier gerade so schön in die Nacht hineinfahre, noch ein bisschen was zum Thema Geräuschniveau hier im Kodiaq RS. Der Wagen ist im Grunde genommen wirklich sehr, sehr schön leise und man hört immer so ein bisschen das Grummeln vom Motor. Das ist natürlich bewusst gemacht, das ist auch ein bisschen bewusst gefaked, denn der hat diesen sogenannten Sound-Akkurator, glaube ich, heißt der also dafür sorgt, dass wir einen schöneren Klang zumindest wahrnehmen, auch wenn der Motor den nicht wirklich selber produziert. Wenn man den umschaltet, also umstellt auf den Sportmodus, dann wird das Ganze deutlich intensiver und das nicht nur innen, sondern auch außen. Ich muss aber dazu sagen, es passt irgendwie gut zum Auto. Er hört sich dann einfach so ein bisschen größer an, als er ist. Das gibt mir persönlich hier ein ganz gutes Gefühl. Für Puristen ist das wahrscheinlich nichts. So, eine kurze Pause haben wir hinter uns. Noch sind alle wach und wir haben die ersten 200 Kilometer nach dem Tanken hinter uns. Die meiste Zeit 80 bis 100, 110. Durchschnittsgeschwindigkeit dennoch 102. Also zwischendurch durften wir nämlich auch mal 130 fahren. Und wie wir sehen, das tut dem Verbrauch gut. Wir sind jetzt bei 6,4 Liter angekommen. Und das ist genau der Wert, den Skoda fürs Auto angibt. Wobei so eine Fahrt nicht unbedingt Standard ist, wenn man hier nachts durch Kroatien cruist auf der Autobahn. Und aktuell haben wir außerdem nur noch 20 Grad draußen. Das heißt, perfekte Temperaturen fürs Auto. Und ich bin mal sehr gespannt. Wir haben noch ein bisschen was vor uns. Mal schauen, ob ich wach bleibe oder ob ich eine Pause brauche. Aber so oder so,
bin mal gespannt, ob sich der Verbrauch noch mal drücken lässt. Und vor allen Dingen hoffe ich aktuell, dass wir keinen Stau haben, denn das wäre jetzt das Letzte, was ich mir wünsche. Ein Grund mehr, nicht mit dem Auto in den Urlaub nach Kroatien zu fahren, ist oder sind die Grenzübergänge. Wir sind nämlich gerade auf dem Rückweg. Gerade die Grenze passiert zwischen Kroatien und Slowenien. Und unabhängig davon, dass ich auf dem Weg jetzt schon einen kleinen Kredit für Mautgebühren und Vignetten ausgegeben habe, haben wir jetzt schon über eine Stunde vor der letzten Mautstelle bzw. dann der Grenze gestanden und stehen jetzt vor dem Grenzübergang für die Einreise. Macht keinen Spaß. Also nicht mitten in der Nacht, wir haben jetzt Geisterstunde, 0 Uhr und so richtig Lust habe ich keine mehr. Aber es sind ja nur noch 450, 80 Kilometer, also Kleinkram, aber egal. Schauen wir mal den Verbrauch. Macht, glaube ich, auch nicht viel Sinn, weil viel passiert ist nicht. Wir sind jetzt hier ab dem Tanken 300 Kilometer rund gefahren, jetzt der Durchschnitt 7,1. Die Steherei hilft nicht. Und wenn wir uns das Ganze mal anschauen, Fahrstrecke seit dem Start, heute nach der Fähre 7,5. Langstrecke 2,5, also 2600 Kilometer insgesamt, inklusive der Fahrt meines Vorgängers 7,9. Ich gehe mal davon aus, wir werden uns mit dem Auto einpendeln. Na, ich weiß nicht. 6,4 werden wir nicht schaffen. Aber 7,1, 2, mal abwarten. Ich habe jetzt mal erstmal den Anspruch einzureisen. Dann wartet auf mich noch die große Herausforderung, österreichische Grenze. Und ich melde mich dann einfach mal wieder. So, mittlerweile ist es 4 Uhr morgens. Ich habe jetzt immer noch 150 Kilometer so über den Daumen, bis ich zu Hause bin. Habe jetzt mal kurz das nachgetankt. Nicht so viel, denn hier auf der österreichischen Autobahnraststätte wollen sie, ich glaube, 1,56 Euro für Liter Diesel. Aber gut, mit dem Sprit, den ich nachgetankt habe, kommen wir auf jeden Fall nach Hause. Nach dem Nachtanken habe ich natürlich wieder einen neuen Verbrauch, aber wir haben bis hierher seit dem letzten Tanken einen Verbrauch gehabt von 7,3 Litern im Durchschnitt. Also haben uns irgendwo so bei den 7 eingepennt. Wenn wir nämlich jetzt mal in die längere Betrachtung schauen, ab Start, also nach Fähre quasi, sind wir bei 7,5. Der Gesamtverbrauch über die Langstrecke, also jetzt fast 3000 Kilometer, ist 7,9. Also sind wir nach wie vor unter 8. Und was ich jetzt mache, ist, ich fahre jetzt das Auto irgendwie nach Hause und das mit dem Nachtanken und ausrechnen, wie viel der wirklich gebraucht hat, das mache ich dann, wenn ich so ein oder zwei Stunden geschlafen habe. Und ich hoffe jetzt mal, dass wir vor der österreichisch-deutschen Grenze nicht nochmal einen Stau kriegen, denn ansonsten müsste ich vielleicht dann doch nochmal eine Pause einlegen. Denn so ganz langsam merke ich, dass ich schon ein kleines bisschen länger unterwegs bin. Denn angefangen hat meine Reise, also meine Rückreise heute Morgen, wenn ich die Wartezeit an der Fähre und so weiter mit einrechne, um 9 Uhr. Ist also von daher bisher ein relativ langer Tag gewesen. So, es ist der nächste Tag. Aber das war es ja eigentlich schon bei der letzten Moderation. Aber schließlich und endlich sind wir dann über die österreichisch-deutsche Grenze relativ gut rübergekommen. Und waren schon um 6.30 Uhr morgens zu Hause. Ich habe jetzt mal ein paar Stunden geschlafen, nachdem wir das Auto leer gemacht haben. Und jetzt geht es zum finalen Tanken. Denn wir wollen ja ausrechnen, was wir wirklich gebraucht haben während unserer Tour. Aktuell habe ich auf dem Tripzähler hier 2421 Kilometer. Und wir sind übrigens die letzten 100 Kilometer ungefähr über die Bundesstraße gefahren durch die Nacht. Und wenn wir uns jetzt hier mal die Verbrauchswerte anschauen, der Langzeitverbrauch, der schon vorher angefangen hatte, der liegt jetzt bei 7,8 Liter, hat sich also auch ein bisschen nach unten bewegt. Die letzten 150 Kilometer quasi, die wir gemacht haben, da lagen wir bei 6,7, das war wie gesagt Bundesstraße und da konnte ich auch normal durchfahren, weil natürlich war um die Uhrzeit niemand mehr unterwegs. Und der Verbrauch jetzt gerade seit dem Losfahren, naja, der interessiert keinen, ich bin jetzt gerade mal einen Kilometer unterwegs. Ich bin aber jetzt wirklich gespannt, was denn am Ende rauskommt zum Thema Verbrauch. Denn wir haben ja gesehen, wir haben eben auf der Insel quasi deutlich mehr verbraucht und haben
auf der Autobahn relativ gute Werte erfahren. Ich bin tatsächlich mal gespannt, ob wir es schaffen, unter, sagen wir mal, 7,5 zu tanken. Aber ich glaube da noch nicht dran, dass wir da am Schluss landen. Ich denke, das wird eher Richtung 8 Liter gehen. Was übrigens auch sehr zu unserem Komfortgefühl im Fahrzeug beigetragen hat, das ist das Geräuschniveau. Denn sowohl auf der Landstraße wie auch auf der Autobahn ist es eigentlich immer ruhig im Auto. Man hat jetzt keine störenden Geräusche, klappern und knarzen tut hier eh nichts, aber auch insgesamt ist das Niveau sehr, wie ich finde, sehr niedrig und macht das Fahren im Wagen einfach angenehmer, vor allem dann, wenn man eben länger unterwegs ist, sich vielleicht unterhalten möchte oder so wie bei uns zum Beispiel vielleicht auch mal schlafen möchte. Das geht jetzt natürlich nur für die Passagiere während der Fahrt. Oder wenn man eben mal leise Musik im Hintergrund hören möchte, dann gibt es hier im Auto tatsächlich nichts zu mäkeln, wenn es darum geht, wie viel Wind oder Abrollgeräusche oder sonstige Geräusche produziert das Auto eigentlich. Mich würde übrigens sehr interessieren, was ihr von dieser Art der Verbrauchsfahrt haltet. Ob das was ist, was man sich anschauen kann oder sagt, naja, was bringen uns die vielen Kilometer? Denn mich interessiert der Kilometer, der Verbrauch auf 100 viel mehr. Aber ich habe mir gedacht, es ist mal gar nicht schlecht zu wissen, wie sieht so ein Auto eigentlich verbrauchsmäßig aus, wenn man eben länger damit unterwegs ist. Weil man bei solchen Strecken eben nicht nur einen schönen Durchschnittsverbrauch errechnen kann, sondern weil man auch da so ein bisschen mehr das Gefühl fürs Auto entwickelt und vor allen Dingen viel empfindlicher für eventuelle Fehler oder kleine Unannehmlichkeiten wird. Und deswegen würde mich sehr interessieren, was ihr davon haltet. Und deswegen gerne einen Kommentar schreiben, gerne, ja logischerweise ein Like da lassen, aber gerne auch eure Erfahrungen teilen. Wie sieht das bei euch aus mit Langstreckenfahrten? Und soll ich sowas nochmal machen oder nicht? Gedreht habe ich aktuell 2 davon. Es kommt auf jeden Fall noch einer dazu. Mich würde halt wirklich interessieren, ist das was ich forcieren sollte eventuell oder ist das was ich einfach lassen sollte? So, da vorne ist jetzt gleich meine Tankstelle. Und wenn ich das Auto vollgetankt habe, dann fahre ich mal eben kurz zum Bäcker. Denn ich glaube, bei mir zu Hause hat überhaupt niemand etwas gegen ein ausgedehntes Frühstück. Das war sie, meine Verbrauchsfahrt im Skoda Kodiaq RS. Aber bevor wir das Thema Verbrauch und Fahren reden, erstmal kurz was zum Auto im Allgemeinen. Ich mag den Kodiaq RS. Und wenn ich mir den Wagen innen anschaue, schöne Materialien, tolle Verarbeitung, mördermäßig viel Platz und alles an moderner Technik, was ich brauche. Und natürlich für mich ein großes Plus hier, ganz klar, wie so oft schon gesagt, die Sitze im Auto super bequem. Dann habe ich hier den großen Motor unter der Haube, 240 PS, 210 km/h Spitze, der liefert ordentlich Leistung. Und ich habe so viele Extras bereits in der Basis im Fahrzeug, dass der wirklich Spaß macht. Von außen ist er ein bisschen dynamischer rein von der Optik her als der normale Kodiaq, bietet aber ansonsten all die Vorteile, die wir vom Kodiaq kennen. Jetzt zum Thema Fahrdaten und Verbrauch. Gefahren sind wir hier ab Bayern runter bis nach Split, dann auf die Fähre rüber auf die Insel Korkula. Wunderschöne Insel. Anreise, eine absolute Katastrophe, dauert ewig und dann wieder zurück in die Heimat. Und das waren insgesamt 2.428 Kilometer und getankt habe ich, sage ich euch gleich, denn der Kodiaq ist angegeben mit 6,4 Liter im Durchschnitt, haben wir natürlich auf der Autobahn nicht erreicht. Wir sind die meiste Zeit 80, 100, 130 zum Teil gefahren, also eine Durchschnittsgeschwindigkeit normal über 100 km/h und haben dann, und jetzt das Ergebnis, getankt rund 196 Liter. Über die gesamte Strecke und das macht einen Durchschnitt aus am Ende von rund 8,08 Litern. Also man kann eigentlich sagen eine glatte 8 und ich finde, das ist für ein Auto mit den Leistungswerten, mit dem Fahrspaß, mit dem Platz und dann noch voll beladen mit der Familie inklusive Hund und Gepäck absolut in Ordnung. Und der Preis beim Kodiaq RS finde ich stimmt auch, denn der Wagen kostet in der Basis ganz knapp unter 50.000 Euro. Da kann man noch ein bisschen was reinpacken. Dann hat man aber in der Klasse, wie ich finde, absolut eines der, wenn nicht sogar das beste Fahrzeug unterm Hintern.